Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Eine kleine Abweichung vom geplanten Plan. Das ist nicht Stardew Valley. Es ist Isles of Sea and Sky, das ich jetzt heute mal spielen möchte. Außer der Reihe, weil das Spiel ist heute erschienen. Und ich warte da schon eine ganze Weile drauf. Und dachte, dann kann ich es jetzt auch mal quasi gleich mal kurz streamen. Dann haben wir es gesehen. Und ich habe es dann auch mal gesehen. Schönen guten Abend, Antares. Ja, also ich habe vor vielen Jahren von diesem Ding mal für kurze Zeit eine Demo gespielt, die ich sehr beeindruckend fand. Und das ist vier Jahre her. Und das Spiel hieß damals noch Akura, glaube ich, oder so ähnlich. Es heißt jetzt Isles of Sea and Sky und ist erschienen heute. Und schönen guten Abend, Bruno. Und ich dachte, das spielen wir jetzt heute mal. Gucken es uns mal an und ich werde dann, also ich werde das mit Sicherheit spielen in irgendeiner Form. Die Frage ist, ob ich dann, also das werde ich dann mal gucken, je nachdem, wie gut es mir gefällt oder wie gut es sich für ein mögliches Let's Play eignet, ob ich es Let's Playen will. Und ob ich dieses Let's Play eher auf YouTube mache oder eher auf Twitch, das weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall, jetzt gucken wir uns das erstmal an. Das ist alles neu für mich. Wie gesagt, ich kenne grundsätzlich vor... Oh, okay, also auch das... okay. Vor vielen Jahren die Demo, mehr nicht. Und deswegen wollen wir jetzt mal gucken. Vom Prinzip ein, wie heißt es, Open World Puzzle Game. Machen wir das mal so. So, wir sind das da und wir sind schiffbrüchig und wir sind auf irgendeiner Insel. Ich glaube, das ist die Idee. Und wir müssen quasi so eine Rätsel lösen. Es hat einen Zelda-Charme, aber ganz anders. Also es ist, naja, wir sehen es ja nicht so. Wir müssen hier Kisten schieben und da haben wir Schlüssel und so. Wir bekommen hier nette Hinweise, was wir machen müssen. So, dann machen wir Bumm, dann macht's da Bumm. Also es kann sein, dass ich noch mich an ein, zwei Sachen erinnere aus der Demo. Ja, zum Beispiel an diese Tür erinnere ich mich. Aber ich meine, das ist jetzt der Full Release, das ist natürlich etwas umfangreicher und außerdem ist das ja schon viele Jahre her. Okay, also wir können in Löcher fallen, dann sind wir tot. Wir können Kisten in Löcher schieben, dann blockieren sie die Löcher und dann können wir damit Sachen aufmachen. Das. Okay. So, das ist etwas, was runterfällt, genau. Das ist etwas, was wir nicht schieben können. Das hier. Ah ja, das sind Spikes. Stimmt, es gibt Spikes. Okay. So, also vom Prinzip ein ja, Puzzle Game, würde ich mal sagen, weiter und so. Was mir allerdings gefällt, ist, dass es anders als andere Puzzle-Games halt nicht nur ein Puzzle und wenn man das gelöst hat, geht man zum nächsten, sondern dadurch, dass es so Open-World-artig ist, was wir, denke ich, auch noch in Kürze sehen werden, gibt es halt eine ganz gute, so einen ganz guten Flow, wenn man nicht gerade so ein Puzzle-Game-Profi ist. Wenn man leicht festhängt, dann geht man halt zu einem anderen Puzzle. Ja, und sowas macht man dann halt... Oh, okay, es gibt auch ein Undo. Das ist, Moment, ist das R? Ja, R. So, das war auch Blödsinn. Ihr seht, ich bin nicht besonders gut in Puzzle Games, aber das muss
einen ja nicht davon abhalten, sie spielen zu wollen. So, jetzt können wir hier mal einen Shortcut machen und dann schauen wir mal. Das Ding können wir hier runterschmeißen. Ja. Okay, wir haben 4 Löcher und 3 Kisten. Das ist hier im Moment noch so der Tutorial-Bereich, würde ich es mal nennen. Also was wir machen können, ist, wir können... das machen. Dann können wir das machen. Dann können wir das machen. Und dann können wir nicht mehr machen. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal machen. Und ja, also das ist zum Beispiel der Tutorial-Screen sozusagen für die für die Spielmechanik, welche Sachen respawnen sozusagen, wenn man den Raum neu betritt, und welche Sachen bleiben. Zum Beispiel die Schlüssel, die wir eingesammelt haben, bleiben. Diese Dinger bleiben, also bleiben verschwunden, und alles andere resettet, sodass wir jetzt nur noch 3 Löcher befüllen müssen mit 3 Kisten, was natürlich viel besser geht. Wir müssen allerdings vorher... das müssen wir machen, das müssen wir machen. So. Okay. Und das müssen wir machen. Und wir haben einen weiteren Schlüssel. Okay. So, da ist noch ein Schlüssel, da weiß ich nicht, wie ich da rankommen soll. Weil wir können nur schieben, wir können nicht ziehen. Wir sind also sehr, wir sind eine Inselbegabung, was das angeht. Es ist allerdings auch ganz praktisch, weil wir auf einer Insel sind. Wir sind also genau richtig ausgebildet. Habe ich da irgendwas gesehen? Ah, das ist das Safe-Symbol, okay. Ja gut, Schlüssel haben wir, dann gucken wir mal nach hier. Okay, das ist irgendwas an. Das sind Bodenplatten. Okay. So, wir brauchen... haben wir hier eigentlich einen Cursor? Haben wir nicht. Okay. Wieder eins von diesen Spielen. Kann also nichts zeigen mit einer Maus. Okay, also wir haben da das große Schloss. Wo wollen wir hin? Wir wollen... das machen wir runter, aber das auf. Also müssen wir... was ist das hier? Können wir da was draufschieben? Nein, können wir nicht. Ah, das ist für die Glocke da unten. Okay. Oder für den Gong unten rechts. Wir müssen also erstmal darüber, dann können wir nach da, dann können wir... na, das erstmal. Gucken, was passiert. Okay. Okay.
Das haben wir. Ah, Moment, da war noch mehr. Nee, da war nicht mehr. Okay, hier haben wir Kram. Okay, One-Way-Teleport, gut zu wissen. Schönen guten Abend, Astalak. Wir haben eine Bodenplatte, die macht was? Nur das. Wir können das Ding aber nicht hier rüber schieben. Weil wenn wir es auf die erste, über die erste Spikes rübergeschoben haben, treten wir, also wenn wir es auf die zweiten Spikes schieben, treten wir auf die ersten Spikes. Und wir können nicht hier rum, weil wir es dann nicht von dieser Wand wegkriegen. Nee, ist heute erschienen brandneu. Also, und auch nicht, also meines Wissens nicht ohne Zusatzsoftware auf dem C64 spielbar. Oh, wir hatten gerade eine Animation, wir legen uns ins Bett oder legen uns schlafen oder irgendwie sowas, wenn wir nichts machen eine Weile. Mal kurz gucken. Ja, ein Open-World-Puzzle-Game sozusagen ist die Beschreibung. Na, leg dich hin. Ja, leg dich schlafen. Okay. Also wir wollen, dass da, das müssen, können wir da, können wir das teleportieren? Wenn wir das teleportieren können, obwohl, Moment. Wir müssen das so machen. Moment, so können, von unten können wir nicht, wir können von der Seite, weil ich vermute, dass es jetzt einen zur Seite, oder? Einen zur Seite geschoben wird nach dem Teleport, ja. Weil sonst würden wir ja nicht teleportieren, uns teleportieren können. Also müssen wir das machen. Dann können 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 wir das machen. Moment, das hat. Ja, das. Oh, die Dinge. Nee, die bleiben nicht gefüllt. Das heißt, wir müssen. Ich bin doof. Wir müssen erst rüber. Das machen. Das. So ist das viel besser. Und jetzt müssen wir das nicht von da, sondern von hier. Ja. Okay. Sehr schön. Das Ding. Ja, ja. Zwei Schlüssel haben wir noch. Eins. Düdüt. Okay. Guten Tag. Oh, und Verwundbarkeit. Und wir können tanzen. Irgendwas? Das sieht so aus, als wäre das irgendwas. Schönen guten Abend, Seeker. Aber wir können da nicht hin, oder? Nee, können wir nicht. Also, schauen wir. Also, wir haben nicht allzu viele Mobilitätsmöglichkeiten. Also, ne, Bewegung in den vier Hauptrichtungen ist alles. Wir können allerdings mit Sternen spielen. Wir können da einen Schlüssel holen. Ah ja, die Schildkröte. Ich erinnere mich dunkel, die in der Demo auch gesehen zu haben. Das ist eine Transportseeschildkröte und wir können hier jetzt die Welt erkunden. Da brauchen wir 3 Sterne. Hier brauchen wir 20 Sterne. Hier kommen wir nicht durch. Da ist vielleicht später, naja, oder, naja, also offensichtlich sind immer da Sachen, was, wo wir diese Wellenanimation haben. Ja, es hat diesen typischen 8-Bit-Charme,
an der Grafik, der mir halt ganz gut gefällt. Was ich aber wirklich nett finde, ist die das Spielprinzip, dass man so ein Puzzle-Game hat. Also so, ich mag halt vom Prinzip dieser Art von Puzzles meistens in Spielen nur, wenn sie nicht Hauptbestandteil sind. Also sowas wie Sokoban zum Beispiel, das ist ja ein bisschen so. Wird mir halt zu schnell langweilig und auch viel zu schnell zu schwer. Aber weil, wenn nichts anderes passiert als Kisten schieben, aber hier kann man auch ein bisschen Sachen entdecken. Und ich weiß noch aus der Demo, dass es auch Secrets gibt, so versteckte Dinge, die man finden muss und kann. Und es hat halt dadurch, dass es so eine zusammenhängende Welt ist, mehr so ein Action-Adventure-Charme als so ein reines Denkspiel-Charme. Und ich meine, es ist kein Action-Adventure, es gibt keine Action, aber sind wir hier fertig ansonsten? Ich meine, sonst kommen wir einfach auf... Ja, Moment, wir haben eine Karte, glaube ich, ne? Okay, das ist eine... Wenn ich mal ein Kartenstream gesehen habe, der mich darauf hinweist, wo mein Charakter sich gerade befindet, dann ist es diese Karte. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt weiß ich, wo ich bin. Danke, Karte. Enter to add flag, R to remove flag. Okay, das ist alles ziemlich groß. Also die Markierungen sind ziemlich groß und unser Charakter-Icon ist ziemlich groß. Aber gut, besser zu groß als zu klein, sag ich mal. Da ist ein Symbol an der Seite. Ah, das ist die Tür. Okay. Oh, und es zeigt uns an, was noch auf den einzelnen Bildschirmen zu tun ist. Oder was, nee, was sich dort befindet. Da ist die Schildkröte. Hier ist die Supertür. Und hier ist noch ein Schlüssel. Stimmt das? Wieso, das müsste mir, Master Luck, das müsste mir Twitch eigentlich anzeigen. Dass du eine Zuschauerserie erreicht hast. Aber das verheimlicht mir Twitch. Ich glaube, du hast hiermit eine Erwähnung gewonnen von mir, dass ich das. Nur dazu hätte mich Twitch halt darauf hinweisen müssen, besser war. Also, ne, das. Nur für mich, okay, sorry. Weil Metallschleim vor kurzem so eine Stream-Serie hatte. Und die hat Twitch mir mitgeteilt. Vielleicht sind das irgendwelche. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kenne mich mit Twitch. Nur am Rand. Also mit solchen, ich glaube, das wird auch erst relevant, wenn man wichtiger ist. Ja, da ist ein Schlüssel, das stimmt. War ich hier? Ja, hier war ich. Hier kam man nicht weit. Da ist die Schildkröte. Okay. Du kannst das, okay. Ja, aber du hast es ja mit dem, du hast es ja über den Chat geteilt. Also sind wir mal, haben wir es auf diese Weise erfahren, nicht wahr? Ich nehme an, dass man damit... Aber nö, ich habe keine Ahnung, was man damit... Ob das irgendwas bringt. Moment, hier ist... Ah, ne, das war das Schlüsselteil. Das Schlüsselsymbol. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Insel. Hopp, hopp, Schildkröte. So, also da können wir noch nicht hin, weil wir nur einen Stern haben. Da können wir auch noch nicht hin. Ich meine, dann können wir nur hier hin, oder? Nee, wir können auch da hin. Gucken wir erstmal hier hin, das ist weiter weg. Okay, hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Und hier haben wir irgendwas. Ein Block mit einem Symbol drauf. Hier haben wir etwas. Da. Und das ist das Secret gefunden Geräusch. Da haben wir irgendwas auf diesem Podest da oben. Hier brauchen wir 7 Sterne, die haben wir nicht. Und wir haben, okay, verschiedenfarbige Teleporter. Dann gehen wir wieder, haben einen Schlüssel geklaut, das sollte reichen. So, hier haben wir auch eine andere Seite, wo wir dann könnten wir theoretisch vielleicht auf dieses, hinter diese andere Landseite kommen. Wir haben eine. Ich drücke immer M für Karte, aber gibt es das nicht? Gibt es Map Select? Kann ich das ändern?
Ja, Select oder Shift. Okay. Was ist Start? Start ist Enter. Ja, also was das Spiel, wie gesagt, heute erschienen, Version 1.0, was das Spiel definitiv noch braucht, ist eine bessere Beschriftung der, der Controls, weil das, also irgendein Grund davon ausgeht, dass man ein Gamepad benutzt. Kann ich die Controls ändern? Also Shift? Ja, Shift ist Karte, okay. Ich nehme an, wir bekommen keine Hinweise, was irgendwo ist, wenn wir da noch nicht waren. Okay, gut, verstehe. Okay, also das Spiel sagt uns was, wenn wir einen Raum gesehen haben, sagt uns das Spiel alles, was in diesem Raum ist. Also hier haben wir eine Schildkröte, einen komischen Block, den wir nicht zuordnen können und einen Schlüssel. Wir haben in diesem Raum eine Schildkröte, einen Block, den wir nicht zuordnen können und einen Schlüssel. Und ein Loch, aber das ist glaube ich nicht so wichtig. Können wir hier lang? Können wir. Hier haben wir auch einen Block. Können wir hier rum? Wir können nicht schwimmen. Okay, das ist hilfreich. Also nicht hilfreich. Aber dafür haben wir unsere Schildkröte. Wir können hier irgendwo hin. Wir können hier nirgendwo hin. Ja, Gamepads. Also ich meine, bei so einem Spiel... Ich bin nicht so der Gamepad-Benutzer. Also ich benutze es, wenn ich gezwungen bin. Was ist das da? Aber wenn ich... Also weil ich habe jetzt zum Beispiel... Ich müsste meins S raussuchen und dann anschließen. Und das ist... Aber... ist ein bisschen verwunderlich. Warum das Spiel das als Standard... also bei dieser Art von Spiel. Egal. Also wenn wir darüber gehen, passiert etwas... Wachsen diese Dinger. Okay. Wir müssen dahin... Dann kommen wir nicht raus, wenn wir das... So machen, müsste das gehen. Das ist ein Eumel. Wir haben... Diamond. Nennen wir es einen Diamanten. Jetzt haben wir hier was anderes. Was ist das? Das ist auch etwas zum Schieben. Und das ist etwas, mit dem man Sachen kaputt schieben kann. Okay. Ich nehme an, mit der anderen Kiste wäre das nicht gegangen. Okay. Will ich hiermit noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Okay. Keine Ahnung, ob es eine Story gibt. Ja, 20 Euro scheint auch so der Standard-Indie-Game-Preis inzwischen geworden zu sein. Also ich finde es auch... ich weiß nicht, wie lange es ist. Ich glaube, ich habe gelesen, 10 bis 15 Stunden soll es sein. Ich hätte auch... diese Art von Spiel 10 bis 15 Euro gut gefunden. Aber ja, es ist inzwischen... Alles wird teurer. Also, und ich meine, die Entwickler wollen auch leben. Und ich meine, immerhin schmeißen wir es keinen großen Publisher in den Rachen. Das ist ja auch immer etwas. Aber das ist mir schon in Legends of Emberland aufgefallen. Das finde ich mit 20 auch... Also, für mich ist 20... Euro bei einem Indie-Game, das bedeutet für mich einen Umfang wie in den Spiderweb-Software-Games. Die verbinde ich mit 20 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, ob die inzwischen immer noch 20 Euro kosten oder ob die inzwischen bei 25 oder 30 sind. Das weiß ich nicht. Aber die haben früher immer 20 gekostet. Und das waren Spiele, mit da hat man 60 bis 100 Stunden dran mit verbracht. Das ist so diese... Wertwach. Das ist so diese... Das verbinde ich bei Indie-Games mit der Preiskategorie 20 Euro. Also du, kleinere Spiele, das ist halt eher so 10, 15 in meiner Wahrnehmung. Nur meine Wahrnehmung ist halt erstens nicht Maßstab und zweitens auch schon mehrere Jahre alt oder mehrere Jahre nicht aktualisiert worden. Und seitdem hat es eine ganze Menge an Teuerungen gegeben. Deswegen ist das, ja, also ich finde, es ist nicht
Also für die allein schon für den Spaß, den mir damals die Demo gemacht hat, ist das nicht unreasonable, finde ich. Und vor allem, das Schöne ist ja, man muss es ja nicht kaufen, wenn man es nicht haben will. Okay, so, jetzt haben wir hier, glaube ich, eine ganze Menge erstmal erkundet. Aber könnten wir hier noch irgendwo hin? Nein, hier müssen wir schon Sachen machen. Okay, hat das hier irgendeine Bedeutung? Glaube nicht. Okay. Also wir müssen das läuten, damit das verschwindet. Wir müssen das da hinten läuten. Warum sollte das da weggehen? Was haben wir davon, wenn das hier weg ist? Gucken wir erstmal noch, hier können wir noch weitergehen. Okay. Oh Gott, ja, oh Gott, da erinnere ich mich dunkel. Ich habe jetzt schon... Oh Gott. Ja, das ist... Hier können wir Musik machen. Das wird das schlimmste Rätsel im ganzen Spiel für mich. Hier wird es unterschiedliche Tonhöhen geben. Ich hoffe, dass sie auch, dass diese Farbkodierung die Tonhöhen ersetzt, weil ich unglaublich schlecht darin bin, Töne zu erkennen. Also was heißt schlecht darin? Ich kann es einfach nicht. Also man kann mir einen Ton vorspielen und dann 10 Sekunden später zwei andere Töne oder ein... den Ton nochmal und einen anderen Ton und ich soll sagen, welcher es vorher war und ich kann es nicht. Also das ist, oh Gott. Also da habe ich jetzt schon Horror vor, aber ich hoffe, dass die Farbkodierung eine Bedeutung hat. Ja, aber ich glaube, diese 8-Bit-Grafik, das ist inzwischen, also das kenne ich von vielen Spielen, das ist einfach Designentscheidung. Und es hat halt, natürlich, würde ich als Entwickler auch immer dann sagen, es ist Designentscheidung und nicht Faulheit. Es ist halt praktisch, dass es auch ein bisschen einfacher ist als als eine aufwendigere Grafik. Aber immerhin ist es, skaliert es vernünftig. Also es sind offensichtlich, weil... ich spiele es hier im Vollbild, 1440p. Es ist also wirklich ein Integer-Scaling, was ich schon mal ganz gut finde. Es ist erschreckend, wie viele Spiele das nicht... Ja, inzwischen ist das wahrscheinlich Standard, aber wie viele Spiele das zumindest früher nicht gemacht haben, deren native Auflösung sehr gering ist. Ja, das ist halt diese... Ja, ich meine, es gibt ja auch diesen Markt an Retro, wie heißt es? Modern Retro oder Retro-Modern? Irgendwie so ein Kram. Also die Leute, die sozusagen diesen alten Look und den alten Look und Feel haben wollen, aber moderne Convenience. Also es hat schon, ne, es geht definitiv in diese Retro-Richtung. Aber andererseits, es hat mehr Farben und, ne, also so 8-Bit ist es dann, also zumindest würde ich mal behaupten, oder? Ja, also, ne, ist, denke ich, im Endeffekt Geschmackssache. Also ich finde diese Art von Optik meistens gut. Also, stimmt nicht, hängt ein bisschen vom Spiel ab. In dieser Art von Spiel finde ich sie okay. Also wenn das jetzt ein Ego-Shooter wäre, ne, dann würde es mir nicht gefallen. Oder so. Aber da ich halt auch mit Spielen, die so aussah, aufgewachsen bin, ist das halt auch für mich leicht zu sagen, weil das hat tatsächlich für mich von der Optik so wohlige Gefühle von früher. Okay. Hier kommen wir irgendwo lang. Okay, Schlüssel gefunden.
Ja, das stimmt. So, aber jetzt wollen wir ja mal Rätsel lösen. Hallo? Guten Tag. Bist du der Chef hier? Okay. Okay, jetzt nicht nach oben gucken. Du hast 6 Orbits-Dinger da, Orbitale, und ein Orbitale haben wir. Okay, wie soll ich jemals an diesen Stein kommen? An Stern kommen. Okay, also die Puzzles. Die Puzzles werden schwieriger. Was passiert? Ich nehme an, das macht das. Okay. Also diese blauen Kisten oder Eisenkisten, das sind Holzkisten. Sagen wir mal, das sind Holzkisten, die sind offensichtlich zu klein. Ja, die sind auch ein bisschen kleiner, das stimmt. Also wir könnten das machen. Das machen. Mit der Kiste können wir nichts machen und mit der Kiste auf der anderen Seite können wir nichts machen. Können wir die Kiste dagegen schieben? Also können wir, bringt aber nichts. Das können wir auch nicht. Was passiert, wenn wir uns hier draufstellen? Passiert nichts. Okay. Können wir... Wir können die da oben raufschieben und damit das Ding kaputt machen. Dann kommen wir aber... Moment. Das machen. Kommen wir hier nicht weiter. Okay, das bringt's nicht. Früher ging das so einfach. Wir können... Nein, ich möchte diese Nachricht nicht anheften. Ich möchte das... Diesen... Können wir das irgendwie blocken? Blockieren. Durch Blocken kann dieser Benutzer keine Flüsternachrichten. Ja, besser so. Okay. So, also den Bot da bitte ignorieren. Okay. Ich meine, gucken wir erstmal. Jetzt kommt gleich, bekommt der Open World Faktor hier ganz gut ins Spiel. Jetzt gehen wir erstmal woanders hin. Wenn ich für das Rätsel zu blöd bin, können wir 2, können wir nicht. Okay. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir können das Ding da drauf schieben. Nee, wir brauchen einen Moment. Wo ist die Bodenplatte? Da hinten. Gucken wir erstmal nach Süden.
Also, da haben wir eine... Ah, okay, die kriegen wir aber nicht zurück. Also, okay. Mhm. Ja, gut, das ist auch nicht schlimm. Wir können also die Bodenplatte, damit können wir... Machen wir das. Machen wir eins nach dem anderen. Und können wir das darauf stellen? Können wir? Okay, machen wir erstmal das. So und so. So, das kriegen wir da nicht runter, deswegen gehen wir jetzt erstmal und kommen wieder. Das Diamantding haben wir. Du hattest gerade eine Idee für die... Okay. Ja, da werden wir ja zeitkürzer zurückkommen. So, da mal schauen, wie wir das hier machen. Moment, ich muss das Ding nochmal drücken. Okay, ich muss also... Wenn wir das... Wir können schon mal das machen. Okay, da könnten wir jetzt theoretisch... die andere Kiste darauf schieben. Ja, das müsste gehen. Okay. So, dann können wir jetzt... So, ich glaube, wir haben alles, ne? Okay, das ist definitiv nicht das, was wir da haben. Obwohl, das stimmt, die Diamonds braucht man für das Ding da oben. Also geht's hier... Kommen wir nicht weiter. Okay. So, war hier noch was? Das haben wir... Ne, Moment, hier, das haben wir... Das haben wir auch noch nicht gemacht. Schlüssel. Okay, das hätten wir. So, was machen wir hier? Müssen wir das Ding nur das müssen wir da nicht? Dazu müssen wir von der anderen Seite kommen. Das hat, glaube ich, von hier keinen... Nee, wir kommen da ja gar nicht ran. Okay, trotz dieses Dings. Ja. So. Moment, hier können wir aber hin, oder? Okay, das ist halt gerade ein seltsamer... Also das Spiel ist kurz eingefroren aus irgendeinem Grund. Egal. Okay, jetzt sind wir wieder hier.
Also, wir müssen da irgendwas draufstellen. Wir haben nur diese beiden Dinger zur Verfügung, diese beiden Metallkisten. Wir können das Ding da nicht rausholen, weil es an der Wand steht und das andere auf der anderen Seite auch nicht. Das heißt, wir müssen mit den beiden Dingern arbeiten. Wenn wir also... Probieren wir mal ein paar Dinge aus. Es muss auch am Ende etwas da draufstehen. Wenn wir also... Das machen. Aber wir kommen da nicht durch. Wir können... Das bringt uns nichts. Die können wir auch nicht zusammenschieben. Wir können also... Ich meine, wir haben ja zu Beginn nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder das Ding hier nach rechts schieben oder das Ding hier nach rechts schieben. Wenn wir das Ding hier nach rechts schieben, haben wir danach die Möglichkeit, das Ding nach oben zu schieben oder das Ding nach oben zu schieben. Wenn wir das Ding hier nach oben schieben und wir gleichzeitig... Das müssen wir in jedem Fall machen, damit wir dann... Aha, okay. Moment, jetzt lese ich's. Ich hab's noch nicht gelesen, ich lese es jetzt erst. Ein Hinweis, untere Kiste erst nach rechts, dann zwei hoch und die obere Kiste nach links auf die Platte. Habe ich das gerade gemacht? Also zumindest meins hat funktioniert. Zwei, warte mal, erst. Ja, ich glaube, das habe ich gemacht. Zumindest etwas im Effekt Gleiches. So, fehlt uns fehlen. Was habe ich da eigentlich gerade bekommen? Schlüssel. Nee, ich habe dieses Ding. Au, dieses Ding ist hierfür. Moment, nee. Stopp. Das ist hierfür, oder? Und das bleibt. Das ist. Okay. Das ist gut zu wissen. So, jetzt haben wir das Problem. Daran können wir noch nichts ändern. Ich nehme mal an, der Kollege hier wird irgendwas machen. Wenn wir wenn wir ihm noch einen so ein Ding geben, wir können jetzt hier weiter dingsen, oder? Ja, können wir. Oh, Dungeon. Oh, hallo, wer bist du da drüben? Ich wollte gerade sagen, du hast eine ähnliche Sturmfrisur wie ich, aber deine Frisur bewegt sich noch. Wollen wir da gleich mal hin? Da ist ein Schlüssel. Brauchen wir den für irgendwas? Wahrscheinlich. Also, Schlüssel, also ein Schloss. Ja, für Spaß. So. Okay. So, hallo, nun lauf doch nicht weg. Ach, Frauen. Nein, also, okay, du bist schneller als ich, definitiv. Du bist jetzt da hinten. Da können wir nicht hin, weil wir nicht genug Sterne haben. Verstehe. Okay. Okay, Moment, die haben hier, hat das wahrscheinlich eine Bedeutung, diese Symbole. Okay, gucken wir hier mal ins Dungeon.
Okay. Okay. So, wir müssen den Knopf drücken, damit wir das da öffnen. Wir können aber erstmal hier hoch. Dann können wir... Ah, nee, da können wir nicht rüber. Stimmt. Ach, da war was. Ja. Wir können da lang, können wir nicht. Wir können da lang, können wir nicht. Wir können hier rein, können wir nicht. Also können wir, aber bringt nichts. Okay, one way, stimmt. Da war was. Wir brauchen... ganz nett finde, dass das Spiel mir anzeigt, wenn ich quasi das Ding dann auch erreichen kann. Also wenn ich das Rätsel quasi gelöst habe. So, wir haben jetzt aber noch da oben den Zugang zu klären. Dazu brauchen wir eine Kiste auf diesem Knopf. Das heißt, da müssen auf dieser Bodenplatte. Das heißt, da müssen wir wir schieben es also ein Feld weiter. Es fällt nicht direkt nach unten, sondern ein Feld weiter. Gut, okay. Bist du irgendwas? Also die Bodentextur hier sieht so ein bisschen so aus wie das Symbol hier auf diesem Stein. So stilisierter Vogel. Aber mehr sehe ich hier im Moment nicht. Gucken wir hier nochmal rein. Hier wird ja noch, hier war ja noch eine ganze Menge mehr. Okay. Ist hier irgendwas? Das hier sieht man an der Sequel. Ja. Okay, also die Farbe ein bisschen anders und die Textur ein bisschen anders. Das heißt, hier gibt es eine Secret Wall. Aber, was? Wir kommen nicht weiter. Unerquicklich. Aber hier haben wir auch eine. Hier kommen wir auch nicht weiter. Will das Spiel mir damit irgendwas zu verstehen geben? Gibt es vielleicht auch welche, die wir nicht so ohne weiteres sehen? Na gut, gucken wir uns mal weiter.
Okay, das ist ein Spiel, wo wir einen Zettel brauchen. Wir müssen mal Sachen notieren, ich glaube. Ich glaube... Was ist das hier? E0 Stony Cliffs. E0. Hier haben wir 4 von diesen Dingen. Ich meine, hier ist die Pixel-Geschichte jetzt von Vorteil. Da kann ich nämlich wirklich einfach Punkte machen. Ja, also es ist eine Tilde, es ist ein schlecht gezeichnetes Gleicherzeichen, es ist ein Quadrat und es ist ein Quadrat, wo ein Stück fehlt. Oder in Pixel wahrscheinlich ein Dreieck. Okay, und wir haben hier ist. Der ist. Gold. Und die anderen sind. Okay. Ist hier nix? Okay, was ich noch ganz gerne jetzt mal. Rausfinden will, gibt es tatsächlich nur Secrets, wo auch Secrets angezeigt sind? Wahrscheinlich ja. Okay, da unten gibt es hier gibt es ein Secret. Okay, das hilft ja nur so mittel. Okay, aber hier im Dunkeln sehen wir nicht, wie es weitergeht. Also. Also wir müssen erst von oben, wir müssen den anderen Weg erst genommen haben, damit wir diesen Shortcut quasi benutzen können. Er geht von dieser Seite aus also nicht. Obwohl, wir können da doch jetzt zu unserem Gott-Ding da oder schwebenden gottähnlichen Gebilde. So, und hier gucken wir mal, hier sind wir in A0, da haben wir auch das Gleiche. Okay, also die Anordnung der Symbole ist gleich. Allerdings sind andere Kisten Gold. Und die goldenen Kisten waren die, die wir schieben konnten. Okay, das hat bestimmt eine Bedeutung. War ich hier schon? Okay, offensichtlich nicht. So, guten Tag, du. Oh, du bist ein Boss, quasi. Und der Stein hat sich in einen
Teddybären verwandelt. Ist das jetzt doch ein Action-Adventure? Steingolem. Okay, du bist ein... Wie hießen die in Ocarina of Time? Gorons? Okay, verstehe. Du kannst Sachen kaputt machen und über Löcher rüberspringen, okay? Oh! Okay, du kannst aber da nicht dran vorbei. Okay. Was passiert, wenn du dagegen diese Kristalle rollst? Machst du die kaputt? Ja, und du bleibst davor stehen. Okay. Na gut, das ist ja okay. Wir können ja das hier machen. Dankeschön. Okay. Oh, okay, das hat sich überall verwandelt. Was passiert, wenn wir... Das geht nicht, okay. Was passiert, wenn wir... Okay. Wir können euch gegenseitig anstupsen. Okay. Oh, nee. Okay. Okay, immun gegen Stacheln. Aha. Okay. Eins kaputt machen und das andere rüberschieben, ne? Ist die Lösung hier. Also machen wir eins kaputt. Brauchen dich dann nicht mehr, hoffe ich. Rollst du aus dem Level? Nee, okay. Gut, ich glaube, wir müssen eh resetten. Weil, okay, die bleiben weg. Wir brauchen diese Kiste für... Kiste, die nicht kaputt geht?
Jetzt brauche ich noch eine Kiste. Ja. Bleibst du, kannst du eine Bodenplatte betätigen? Kannst du. Gut. Ja, also ich würde sagen, wir sind immer noch ein bisschen im Tutorial-Bereich. Neue Spielmechanik wird erklärt. Und gut, so, ich mache mal eine kleine Pause, hole mir ein neues Getränk und dann machen wir in Kürze weiter. Sekunde. Also, ein bisschen mehr als ein paar Sekunden. Bis gleich. Okay, wieder da. Wir machen weiter. Oh, du hast Sachen gemacht? Wenn ich geschlafen habe, hast du Sachen gemacht hier. Dem Raum sind wir fertig. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Ja, hier müssen wir von der anderen Seite kommen. Genau, können wir das jetzt? Nicht von hier. Kommen wir hier irgendwie nach Süden. Okay, da ich ja jetzt weiß, wie die Secret Walls aussehen. Hier sind keine. Haben wir hier nicht eine Karte? Oh ja, hier haben wir auch eine Karte. Okay, und die Secret Pathways werden nicht eingezeichnet. Okay. Das sieht mir nach etwas Wichtigem aus. Hier haben wir alles gemacht. Geht's hier irgendwie nach dem Süden? Nein. Oh! Hier haben wir euch jetzt. Nicht schieben. Ich brauche Hilfe. Also können wir... Damit können wir dich blockieren. Bringt uns das was? Was passiert? Nur mal für Spaß, weil das hatten wir noch nicht. Oh, wir können dich umbringen. Kommst du wieder? Ja, okay. So, wir müssen dich irgendwie hier zur Seite kriegen. Das heißt, wir müssen dich darüber kriegen. So. So. Resettet das. Natürlich. Aber ich bin ja doof. Ich bin doof. Bin wirklich doof. So. Okay, eine Menge Schlüssel. Weiß immer noch nicht, was das da ist. Aber ich meine, Schlüssel blockieren uns nicht. Uns blockieren Sterne. Ich meine, dieses Loch da, das muss da... Da oben. Da müssen wir irgendwie hinkommen können. Stimmt, wir haben das. Okay, wir müssen...
von der anderen Seite kommen. Okay, wir können das machen. Das machen. Das machen. Gucken wir erstmal nach hier. Okay, jetzt sind wir hier. Oh. Die sind, also der Unterschied ist so gering, dass ich sie nicht wirklich, also nicht sehe, ohne, also diese Secret Walls, ohne dass ich wirklich genau hingucke. Nehmen wir an, hier kommen wir nicht durch. Okay. Können wir an. Okay, da oben. Das Schalter da oben links. Okay, die können, ja, die können auch versteckt sein. Fair enough. Gerade, ob ich die Secret Pathways innerhalb der Dunkelheit sehen kann. Weil da gibt es einen kleinen Unterschied, wo man weiter kann und wo nicht. Ist das hier irgendwas? Okay, auch Schalter. Oh, bin irgendwo drauf getreten. Irgendwas ist passiert. What the fuck? Okay, hat sich dieses erste Symbol da im Lavasee, ist das heller geworden? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, das war vorher quasi off. Jetzt ist es on, glaube ich. Oh ja, das ist das Symbol. Okay, jetzt haben wir das dritte Symbol eingeschaltet. Ist das jetzt auch hier eingeschaltet? Nein. Aber das dritte Symbol ist so ein Pfeil nach unten. So, hier haben wir. Oh, in jeder Ecke. Okay, also das ist A4. Haben wir. Ich nehme an, die müssen wir jeweils auf eine bestimmte Bodenplatte schieben.
Okay. Thank you. Okay. Sachen wären ein bisschen komplizierter, zumindest zum Also wir können das Ding. Dann kommen wir daran. Dann müssen wir das. Okay, wir brauchen alle drei. Und sie resetten, wenn wir den Raum verlassen. Wir müssen das also in einem Durchgang schaffen. Funktioniert alles offensichtlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir da von der anderen Seite rankommen. Das würde ja ein bisschen das Rätsel entwerten. Wenn wir hier rüber gehen. Ich kann ja das machen. Ich muss da ja nicht rüber. Ich kann das ja so machen. Ja, Mr. McTaunting, in der Tat. Es ist, ist ein ganz anderes Spiel geworden. Also, ne, muss man sagen. Es ist allerdings hier ein kleiner Teil von Ginger Island. Keine Ahnung, wo ich mit dem Gag hin wollte. Eigentlich nirgendwo. Also es ist ein anderes Spiel. Das heute erschienen ist und dass ich deswegen, also nicht deswegen, aber weil ich schon lange darauf gewartet habe, dass es erscheint, mal showcasen will. So, wir wollen. Kriegen wir diese Kiste hier raus? Ja, aber nur nach links. Das bringt uns nichts. Und herzlichen Dank für das Abo, Mr. McDonting. 32 Monate. Okay, wie kriege ich das hier gelöst? Wenn wir okay.
Das ist alles super, Pöks, aber dann kommst du hier nicht raus. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwas mitmachen. Okay. Heieieieiei. Ja, also ich glaube, also wenn ich das Spiel Let's Play, dann ist es, glaube ich, eher was für ein Let's Play und weniger für einen Stream, weil da kann ich das jetzt rausschneiden, was jetzt passiert, nämlich das minutenlange, hoffentlich nur minutenlange Starren auf diesem Bildschirm. Also, wir können wir dieses Ding irgendwie... Ja, können wir. Nur ich muss ja, wenn ich hier reingehe, dann können wir das Ding retten. Aber dann kann ich das noch machen? Moment, das müsste ich doch machen können. Ah nee, wenn ich es jetzt zurückschiebe. Ja, so probieren wir mal das jetzt machen. Ist das okay? Aber ich kriege es jetzt nicht mehr raus. Wenn wir hingegen es so machen, dann kriege ich es auch nicht raus. Was wollte ich? Irgendwas anderes hatte ich vor. Nur den mittleren Holzblock nach rechts oder links. Ja, guck mal. Ja. Deswegen ist es ja eigentlich auch besser für einen Stream geeignet als für ein YouTube-Let's Play, weil für den Fall, dass ich auf dem Schlauch stehe, ihr mir helfen könnt. Danke, Brodo. Okay, das hätten wir. Na, dann können wir das ja jetzt machen. Es ist nur interessant, wie wir das machen, weil wir müssen... Wir kriegen da in jedem Fall ja keine Kiste rein. Wie soll das denn jemals funktionieren? Da auf der linken Seite. Wir können... Wir können uns raufstellen... Also, wir können das Ding... Also, wir können das Ding nach unten schieben. Andere Option haben wir nicht. Und wir können das Ding nach oben schieben. Andere Option haben wir nicht. So. Moment, wir können... Nee, wir können den auch nicht rausholen, weil wir hier in einem Eck sind. Ich meine, ich kann das, aber ich muss es ja nur, ich kann ja so raus. Das muss ja nicht bleiben. Wir müssen da ja nie wieder hin. Ja, das ist, okay. War gar nicht so schwer. Also, bis auf die Seite da, auf der Sache da auf der rechten Seite. Für die ich zu doof war, das ging. So, hier haben wir eine weitere Tür. Auch mit diesen Symbolen. Okay. Ja, die Symbole. Okay, und hier können wir nichts schieben. Okay, also, dann wollen wir mal gucken. Das hier ist das Symbol. Hier ist das Dreieck. Hier ist die Welle. Und hier ist das Quadrat. Okay, ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Da ist ein Schlüssel. Sagt mir mein blödes Spiel. Ah.
Okay. Das können wir machen, das können wir machen. Und dann müssen wir von der anderen Seite kommen. Wir können aber das machen. Da haben wir jetzt endlich den Shortcut offen. So, dann gucken wir, wo wir hier noch hinkommen. Und offensichtlich Sachen. Okay, sehr gut. Hier geht's noch weiter. Hier geht's irgendwo hin. Geht's hier irgendwo nach unten? Grafisch nicht, also kein Symbol, das so aussieht als... Okay, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Okay. So, hier wollen wir... Okay, das, da müssen wir von oben kommen. Und da müssen wir von der Seite kommen. Können wir irgendwie zur Seite... Da geht's noch weiter. Können wir hier trinken? Ja, wir können in einem kleinen Teich. Okay. Dann müssen wir also auch von oben kommen. Und im Moment, da haben wir ein... Moment. Dahinter ist eine Geheimwand. Wie soll das funktionieren, Spiel? Vielleicht können wir das irgendwann entwässern hier. Kommen wir hier raus? Nein, wir können aber hier raus. Okay, wo sind wir hier zur Hölle? Waren wir hier schon? Da können wir ganz einfach, da müssen wir einfach da mal hin, okay? Da irgendwas von abgehalten, da hinzugehen? Glaube nicht, oder? Also das hier sieht kompliziert aus. Nope, ich bin ja einfach nur nicht weitergegangen. Genau, hier waren wir mal, hier haben wir angefangen, okay. Okay, so, wo ist, welcher Eingang ist das? So, und hier sind wir... In E4, da haben wir Gold hier. Nur habt ihr nicht so. So, das hier müsste das sein. Ich vermute mal, das heißt, dass es richtig ist. Nee, heißt es nicht. Okay. Moment, da war noch mehr.
immer gut, in unbekannten Gegenden auf irgendwelche Knöpfe zu drücken. Okay. Das ist irgendwas. Sieht aus wie eine Note und da oben, das sieht aus wie... Auch ein bisschen so. Okay, also mehr Kram, auf den wir achten müssen. Okay, das ist ja ganz hervorragend. Ich bin ja richtig gut darin, auf solche Kleinigkeiten zu achten. Oh, hier ist eine Sache passiert. Okay. Will ich diesen Raum erstmal ignorieren? Den Raum ignoriere ich erstmal. Okay, das können wir machen. Okay, verschiedenfarbige Bodenplatten. Wir müssen alle drei runterdrücken. Das heißt, ich muss euch alle drei hier in der Reihe haben. Okay. Also wir können jederzeit hier Stellen blockieren. Wenn wir zuerst das machen, dann gehst du hoch. Das hilft uns nicht. Wir müssen... Das machen. Das ist jetzt ein anderes. Okay, das hilft mir. Die Dinger bleiben gedrückt, das ist gut. Okay, wenn wir es in umgekehrte Reihenfolge machen, also blockieren, obwohl wir müssen ja... Aber Moment, ihr stoßt euch doch an. War das nicht so? Aber was passiert, wenn wir da schauen? Probieren wir es mal aus. So, machen wir erstmal das. Okay.
Das hilft mir inwiefern? Gar nicht. Ich glaube, ich muss von oben kommen. Allein schon, damit ich E1... ich euch da wieder runterkriegen. Ich muss euch runterkriegen, indem ich euch anstupse mit einem anderen Roller. Nur um den anderen da hinzubekommen. Wir können da nicht drauf. Okay. Weil das Problem ist halt, dass die Knöpfe halt auch die Dinger hier runter machen. Okay, machen wir das aber anders weiter. Ne, und hier kommen wir nur rein, wenn wir... Okay. Sind wir in ihm. Du hast kein Moment mal. Folge das hier Quadrat ist da. Wann können wir da vielleicht über die Unterwelt hin schneller? Sieht nicht so aus, oder? Okay, das hier ist... Das müsste. Kriegen wir das da hin? Okay.
Hier können wir jetzt was machen. Hallo. Gott. Okay. Aua! Okay, wir haben Schwierigkeiten, Frauen anzusprechen. Wie kann ich dieses, wie darf ich das deuten? Okay, oder wir haben irgendwas eingenommen. Oh, sie ist weg. Natürlich ist sie weg. Na gut. Nehmen wir ja einen Stern weg. Dem Weibe hinterher. Okay. Zumindest bekommen wir jetzt mal einen Eindruck von der Größe der Welt. Okay. Okay. Offensichtlich eine Art von... Okay. Teleport. Gehen wir nicht weiter. Okay. Okay, ja, zurück. Ich will auf der Insel noch weitermachen. Ich denke, früher oder später werden wir wahrscheinlich in der Situation sein, wo wir auch mal Inseln verlassen müssen, um Rätsel zu lösen. Könnt ihr mir vorstellen? Aber im Moment scheint das ja noch hier zu funktionieren. Schönen guten Abend, Metallschleim. Welche Seite fehlt mir noch? Mir fehlt noch da unten war ich da. Hätte schwören können, da wäre ich. Da war ich. Okay, schauen wir mal. Waren wir hier noch nicht? Doch, hier war ich schon. Aber das Ding haben wir noch nicht gemacht. So, das muss dann ja logischerweise Dreieck sein. Mal gucken, ob das stimmt. Es sieht so aus. Okay, das ist gut.
Das hilft uns hier nicht weiter. Gucken wir einfach, was hier ist. Okay, gucken wir mal, was das hier ist. Irgendwas. Oh, wir können jetzt... Wir können jetzt mit Steinen die Position tauschen. Sieht so aus. Okay. Okay, aber nur in eine Richtung. Okay. Also wir wühlen uns da quasi durch, aber wenn wir angefangen haben, können wir erst wieder aufhören, wenn wir irgendwo angekommen sind. Okay, das heißt, wenn wir den Schlüssel haben wollen, müssten wir irgendwie einen Weg finden, uns den Weg zu blockieren hier. Okay, aber zumindest können wir jetzt durch. Dann können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwo... Da kommen wir nicht durch. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Situationen haben, wo wir nicht weitergekommen sind. Hier zum Beispiel. Okay, das hilft uns nicht wirklich. Oh Moment, ich sehe gerade, da oben blinkt diese komischen Symbole links und rechts oben. Diese Schlangen oder was das sind. Die Augen haben gerade geblinkt. Moment, hier sind die Augen schwarz, hier sind sie rot und blinken. Das heißt, hier ist auch irgendwas. Oder... Wahrscheinlich. Okay. Ach du liebe Güte, das ist so viele Sachen. So, aber hier können wir durch. Aber wir haben auch so viel, was offen ist, was wir, wo wir nicht weitergekommen sind. Hier bringt uns das auch nichts. Und ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. E1. Kam heute raus für den PC. Auf Steam ist es erhältlich. Und ich glaube auch auf itch.io, aber auf jeden Fall auch bei Steam. So, wenn wir jetzt... Ja, da komme ich auch nicht rein.
sind nicht die gleichen. Hier muss ich doch auch mal schon auf der anderen Seite gewesen sein, oder nicht? War ich definitiv schon. Kann ich da wieder ohne weiteres hin? Hier habe ich aus irgendeinem Grund nicht weitergemacht. Okay, ist das... Okay. Also, wir können hier... Nachdenken. Wir müssen irgendwas darauf tun. Dann gehen die runter und die rauf. Wir wollen... Was wollen wir machen? Wir wollen... wenn ich doch nur einen Cursor hätte. Wir wollen... Dort oben hin. Das heißt, wir brauchen zwei Kisten, die wir in die Löcher schmeißen können. Und eine dritte, die diese Bodenplatte gedrückt hält. Dann wollen wir gleichzeitig den Stone, ich nenne ihn einfach Steingolem, darunter buxieren, damit er die Kiste vor der Treppe kaputt macht. Dazu muss er hier irgendwie gestoppt werden. Dazu bräuchten wir eine weitere Kiste, die dabei kaputt geht. Okay, wir müssen erstmal. Wir können erstmal das machen. Für Spaß. Mal gucken, was sich dadurch verbessert. So, das. So, wir können dich jetzt. Wir können hier zwei Kisten rausholen, wenn wir wollen. Was passiert, nur für Spaß, wenn wir eine Kiste auf so eine Bodenplatte stellen? Dann geht die Kiste kaputt. Okay. Kommen wir nicht ran. Okay, wir müssen das machen.
Okay. Gut, und später drum, ich will, bevor ich das vergesse, das hier erstmal checken. Das Problem ist, dass wir hier nicht weiter können. Okay, dann machen wir das jetzt hier erstmal. Das ist schon länger offen. Also wir wollen... Ist die Frage, müssen wir uns um die rechte Seite hier überhaupt kümmern? Erstmal denken, sagen wir mal nein. Wir brauchen eine Kiste für dieses Loch. Das funktioniert. So, wo wollen wir runter? Führt er das hin? Okay, Moment, hier können wir jetzt Sachen machen. Okay, wir müssen... Oh Gott, also diese Mechanik ist ja, es ist ja furchtbar, die zu berechnen. Ach du liebe Güte. Also, können wir. Tja, wenn ich da rankomme, mich würde mal interessieren, ob wir so eine Kiste durch so einen Stein durchschieben können. Können wir das irgendwo mal testen? Nicht so ohne weiteres. Und wenn da Steine drauf liegen, hilft das nicht. Geheimwände sehe ich hier nicht.
Hier nach Süden, ja. Das bringt uns aber nichts. Na gut, dann können wir uns hier drum. War ich hier schon? Ja. Zurück zu dieser Problematik hier. Also ich denke, in jedem Fall wollen wir hier mindestens eine Kiste rausholen. Dann wollen wir das Ding rauskriegen. Dazu müssen wir das Ding da betätigen. Dazu brauchen wir die Kisten, so wie ich das schon hatte. So, und jetzt müssen wir das Ding da rauskriegen. Dazu brauchen wir das ist gut. Sehr gut. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas auf die Reihe kriegen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das nicht der Fall ist. Hier haben wir das haben wir gemacht. Das ist etwas, was bleibt. Darum müssen wir uns also nicht mehr kümmern. Das ist gut. Hier haben wir auch alles gemacht. Wie kommen wir da hin? Da kommen wir nicht durch, weil uns die Dinger fehlen. Moment, da ist ein Schalter. Wo ist der? Der ist in der Mitte. Wie komme ich hier auf die andere Seite? Von da. Und ich da irgendwie... Ich meine, in A4, da muss ich doch schon gewesen sein. Wie bin ich nach A4 gekommen? Über die... Bin ich da von der Seite reingekommen oder musste ich dazu... Weiter nach Norden, sonst kommen wir da nicht hin. Ich meine, wir können einfach zur nächsten Insel. Nein. Zur nächsten Insel fahren.
Aber ich habe das Gefühl, wir können hier noch Sachen erledigen. Ich weiß nur im Moment nicht, wie. Aber Moment, wir können hier jetzt durch. Ich meine, das konnten wir vorher auch schon machen. Nur jetzt können wir es auf eine etwas einfachere Weise machen. Okay, jetzt bin ich aber hier, wo ich sein will. Okay, haben wir ein Rätsel, was wir noch nicht gelöst haben, weil ich nach hier gegangen bin. Richtig, richtig. Und da kommen wir nicht weiter, weil wir von der anderen Seite kommen. Wir müssen überall kommen, wir müssen... Verzeihung. Immer von der anderen Seite kommen. Das ist ein bisschen lästig. So, da haben wir dieses Rätsel hier. Okay, ich dachte schon. Gut, haben wir. Gucken wir mal, was sagt denn die Karte? Wir haben hier einen Höhleneingang. Hier haben wir einen Höhleneingang und noch einen Stern. Hier haben wir noch einen Stern. Da waren wir noch nicht. Da haben wir die Schildkröte. Den haben wir erledigt. Könnten wir da zur Seite? Können wir nicht. Wir wissen, wie wir in den Raum... Ah, hier rüber kommen wir dahin. Okay. So, ich fürchte, jetzt werden wir mal... nochmal... Bringt uns das irgendwie weiter? Haben wir jetzt... Ich meine, wir haben jetzt hier einen Shortcut. Bringt uns der irgendwas? Nicht wirklich, weil uns wieder die, weil wir wieder auf der falschen Seite sind. Aber wir können das hier mal aufmachen. Okay, das leuchtet leicht, aber irgendwas müssen wir damit noch machen. Das ist alles erledigt. Das sieht aus, das ist so ein furchtbares. Also. So. Ich meine, ich muss das Ding da runterschieben und das will ich nicht. Das heißt, ich muss von unten, von Süden kommen können. Und von Süden kann ich nur, wenn ich in B2 die Treppe finde. Wo ist in B2 die Treppe?
B2. Das war das Problem, genau. Ja, haha, schon können wir das hier machen. Gedrückt halten. Wozu ist der andere? Der andere Knopf ist. Okay, wir wollen den rosa Knopf vermeiden und den türkisen Knopf drücken. Richtig? Obwohl, vielleicht ist es egal, wenn wir den Stern haben. Wir müssen. So, das will ich jetzt mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich das mache? Das geht nicht. Okay. Goddammit. Das ist ein Rätsel, da wäre ich. Das ist überhaupt nicht meine Denkweise. Wie ich das hier. Was passiert, wenn wir den Raum resetten? Das. Ja, die Dinger bleiben ja nicht unten. Wir müssten also. Das ist die Frage, welche Löcher wir brauchen. Also welche Löcher wir zumachen müssen. Wenn wir das hier mal. Hier komme ich nicht raus. Keine der Löcher zumachen. Das bringt mir nix. Und ich habe diese Kiste
benutzt, um die anderen Sachen zuzumachen. Also wenn wir... So, hier komme ich auch nicht raus. Ich müsste irgendwie... Von der linken, die linke Truhe oder die linke Kiste muss ich irgendwie, da muss ich irgendwie von Norden rankommen. Das heißt, ich muss irgendwie schaffen, dass ich da Platz generiere. Dass ich da anhalte. Aber ich komme nach hier. Ich kann das machen. Okay, gute Nacht, Antares. So komme ich jetzt. Jetzt bin ich ein Feld zu weit drüben. Ich kann nach hier, dann stehe ich neben der Truhe. Ich kann sie aber nirgendwo hin bewegen. Ich glaube, dieses Rätsel bin ich zu doof. Wo waren wir noch nicht? Wir waren da noch nicht. Okay. So, ich würde sagen, wir gucken zur Frustrationsverringerung mal zu einer anderen Insel. Also, wir können mal gucken, was wir hier machen können. Da war irgendwas. Okay. Okay. Für dieses Rätsel bin ich auch zu dumm. Und für dieses Rätsel auch. Okay, aber das hier müssen wir doch hinkriegen. Das muss da machbar sein. Irgendeine Möglichkeit, ich weiß, wozu diese bescheuerten Knöpfe gut sind, weiß ich allerdings auch nicht. Wenn wir... Moment, wenn wir das machen. Nur mal kurz Sachen ausprobieren. Ich kann hier nicht drauf gehen, ne? Gibt es keine Möglichkeit, dich jemals da wieder runterzukriegen. Und ich kann auch nicht euch auch nicht nacheinander dahin rollen. Weil wenn du gerollt bist und dann auf dem grünen Schalter liegst, ist der Weg für alle weiteren blockiert. Weil wir hier in der Mitte des Raumes ja das grüne Ding hochmachen. Goddammit. Das sieht nach einer Sache aus, wo ein Gedanke fehlt. Also eine Überlegung, die das Problem behebt.
weil das ist ein Wegproblem. Wieso sind hier auch zwei von den... Okay, die Kiste ist für den rosa Schalter. Ja, wozu ist diese Kiste da? Die können wir nur nach unten schieben. Wir werden nie in der Lage sein, die irgendwo anders hinzuschieben, weil wir nicht auf das Feld nach Süden können. Erstmal das machen. Was passiert jetzt? Haha, okay. Kommen der Sache näher. Es muss alles in einer Aktion passieren. Können wir eine Dreiergruppe anschubsen? Okay. Also wir müssen... hier einen hinstellen. Und wir müssen den anderen... Okay, wir kommen der Sache näher. Nein. Ach, Schatz, wollte Z drücken. Egal. Okay, wir können ein Retry zurücknehmen. Das ist praktisch. Okay, wir können also ein Retry zurücknehmen. So, das Problem war... Problem war, dass wir vorher die dahinter nehmen müssen. Das heißt, ja, darfst du? Wenn wir die hinterste Kiste... Du bist nach da. Okay. Ich glaube, das habe ich gerade gemacht. Schau mal. Ich probiere jetzt also gerade meine Idee aus.
So, das haben wir. Das heißt, den würden wir jetzt rüberschieben, wenn wir ihn anstoßen. Das wäre richtig. Das heißt, wir müssen jetzt diese Kiste runtersetzen. Dann schieben wir, dann kommt da einer hin. Dann schieben wir den nach da. Okay, ich glaube, das müsste es sein. Das müsste jetzt klappen, oder? Jo, okay. Okay. Ja, also Bruno, die Ankündigung, dass du mir hilfst, hilft offensichtlich so, also allein die Ankündigung reicht schon, um mir zu helfen. Und hier können wir jetzt einfach rübergehen. Und der, ja, die Entscheidung war, ich musste es von hinten aufziehen und hier muss da einer, also da unten muss da einer stehen und da muss da einer, ja. Okay, gut. Wo sind wir hier? Hier, können wir das endlich aufmachen? Oh, okay, also ich sehe schon, das ist, ich meine, der Anfang. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Rätsel noch richtig happig werden. Was fehlt denn jetzt noch auf dieser Insel hier? Da ist ein Stern. Gucken wir da mal hin. Ach, der ganze Kram. Wir haben allerdings 10 Dinger. Brauchen wir die für irgendwas? Da müssen wir irgendwie nach da. Wie kommen wir nach da? What? Interesting. Was ist das hier für ein Raum? Das ist dieser Raum ins Wasser. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann eine Möglichkeit. Obwohl, da kann man nicht hin. Dass wir irgendwann schwimmen lernen. Obwohl, nee, das würde dann vielleicht auch. Obwohl, was soll denn dieses Schalter da oben? Gott, es gibt eine Menge noch zu tun. Das hier zum Beispiel. Das habe ich, glaube, abgebrochen, weil ich, ja, weil es wieder dieses Rollen bestimmt. Vielleicht kann ich das inzwischen ein bisschen besser mit diesen Rollen, also mit diesen durch die Steine durchrollen arbeiten. Okay, das können wir schon mal machen. Wir müssen. Wir müssen einen Knopf gedrückt halten, ohne dafür etwas zu haben, was wir. What? Wie soll das denn funktionieren, liebes Spiel? Ja, man kommt ja wieder hoch. Das hilft ja nicht. Und hier ist ja nichts. Sehe ich hier irgendwas zum Schieben und bin nur blind? Ich sehe ja keine Items, die wir. Mit denen ich dieses. Huh.
habe fast den Eindruck, hier fehlt uns ein Item, oder? Irgendeine Fähigkeit. Weil ich meine, ich muss irgendwie diese Bodenplatten runterdrücken können und gleichzeitig woanders sein. Das heißt, ich brauche irgendeine Kiste. Kann ich hier irgendwas hier rein? Ach, dieses blöde Level. Dieses blöde Rätsel. Okay, also diese Steindinger. Ja, das ist ein guter Punkt. Diese Steine, durch die man da durchrollt, die gefallen mir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf eine andere Insel. Vielleicht. Wir hatten da noch auf der anderen Seite was. Müssen wir nicht hier gleich zu der. Also da von dem. Wo wir angefangen haben. Oder ich meine, mal gucken, vielleicht passiert hier was Neues, weil wir vielleicht irgendwas Neues haben. Aber ich glaube nicht. Nee, du bist weiter zufrieden mit der Situation. Okay. Okay. Andere Insel. Haben wir auf der Hauptinsel, also auf der Anfangsinsel eigentlich alles erledigt? Weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir mal. Moment, da haben wir zumindest einen anderen Punkt, um da hinzukommen. Okay, das haben wir alles nicht, das haben wir alles nicht, das haben wir. Da ist die. Da sind wir aber nicht. Ja, ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir gehen mal von der anderen Seite hier auf die. Zu dieser Insel. Da müssten wir, glaube ich, in jedem Fall was bestellen können. Bevor wir hier uns noch um andere Inseln kümmern. So, wir können ja hier die Seite wechseln. Oh, hier ist auch noch was. Ich muss auch mir angewöhnen, auf diese Schlangen zu achten. Hier ist noch irgendetwas Geheimes. Vermeintlich. Also, weil das erinnert mich so ein bisschen an Wizardry 6, 7 etc. Das Find Secret Ding. Oder Detect Secret. Was könnte hier noch sein? Ich sehe nichts. Oh, die blöde Schildkröte. Ja. So, Moment, nach unten. Oh ja, hier können wir tatsächlich noch mehr machen, wie das zum Beispiel. Thank you.
Dämpfer durch. Okay, ich denke, mit der Insel sind wir jetzt aber fertig. Dann fahren wir mal zu einer anderen, die auf dieser Seite der Weltkarte ist. Da können wir noch nicht hin. Hier ist nichts, ne? Da unten ist noch was, okay. Komischen schwarzen Dinger. Okay, hier ist relativ Frühschicht. Ich würde sagen, hier sollen wir noch nicht sein. Hier können wir Sachen machen. Okay, wir wollen... Was ist... Okay, wieso sind diese Steine unterschiedlich farbig? Moment, wir können wollen mit dir, aber wir wollen dich benutzen, um... Okay, also wir wollen verschiedene Knöpfe betätigen. Wir wollen den Knopf, wir brauchen... Kisten. Wir können die Kiste holen. Die können die blaue Kiste holen, wenn wir den lilanen Knopf drücken. Den lilanen Knopf können wir drücken. Und wozu brauche ich dich? Was passiert, wenn wir dich... Ups. Okay. Okay, wir brauchen eine Kiste, um dich hier anzuhalten, damit ich dich... Oder? Weil wenn ich dich von hier... Das bringt uns. Was passiert? Ich will, dass du... Moment. Okay, das bringt uns nicht weiter. Okay, das bringt uns auch nicht weiter. Können wir irgendwie eine Kiste herholen? Dazu müssten wir nach hier. Können wir diese Kiste da irgendwie rausbuxieren? Wir können sie nach hier buxieren.
Wir müssen... Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das müsste gehen. Okay. Das geht also nicht. Okay, wir müssen dich erstmal noch hier lassen, glaube ich. Okay. So, wir wollen die Kiste nach Süden bringen. Also müssen wir das machen. Also, ja, und deswegen ist dieser Platz hier, damit wir das machen können. Okay. Wir wollen, dass die Kiste hier steht. Müsste doch. Oh, ich komme nicht raus. Hahaha. wenn wir die Kiste. Wenn wir es anders machen. Wenn wir dich erstmal nach unten rollen, dann nach da. Das ist nicht gut. Kriegen wir die andere Kiste hier irgendwie hin? Nee, wie kriegen wir da nicht raus? Also müssen wir mit dieser Kiste hier arbeiten. Ich meine, wir können das machen. Bringt uns das irgendwas? Ja. Das bringt uns was. Ah, goddammit. So, wenn wir diese Kiste erstmal darauf stellen. Und dann unseren Roller da durchrollen lassen. Der rollt dann durch das Grüne
Wir wollen vorher die Kiste da bewegen. Die muss weg. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Roller holen. Okay. Wir müssen, bevor wir das machen, die Kiste anderweitig verwenden. Gott, das ist das kompliziert. Was? Oh! Das ist gut zu wissen. Okay, oh Gott. Ja, das muss doch auch so gehen. Wenn wir die... Wir müssen verhindern, dass... Ja, wir müssen die Kiste erstmal da lassen. Was passiert jetzt? Wir sterben. Okay, Problem, das ist auch nicht richtig. Oh Gott. Also von hinten anfangen zu denken. Wir müssen... Der Weg muss frei sein. Damit der Weg frei ist, bringt es hier irgendwas. Vielleicht. So, ich meine, es ist okay. Wir können den Schalter drücken. Den lila Schalter. Nur wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass wir den Roller... Den müssen wir von der Seite... Den müssen wir irgendwie... Der muss... Ich hätte so gerne einen Cursor. Der muss von der Seite in den roten Teleporter reinrollen. Und damit er an der Seite reinrollen kann, muss er irgendwie... blockiert werden. Das können wir machen. So. Jetzt können wir dich da reinrollen. Jetzt bist du da. Jetzt müssen wir den Schalter drücken. Dazu brauchen wir dich.
dann müssen wir jetzt zurück. Dich hier durchrollen lassen. Genau. Okay. Das Ding hatten wir. So, jetzt. Das war die erste Hälfte. Falsche Taste. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen. Können wir das retten? Und also weiterverwenden? Glaube. So, ich könnte mir vorstellen, jetzt kommen diese Dinger hier in den Plan. Wir wollen, dass du von... Also erstmal wollen wir hier durch und dieses Ding irgendwo hinschieben. Wir wollen das so schieben, dass unser Roller hier runterrollt. Der rollt, bis wohin soll der rollen? Der soll... Also die Kiste muss am Ende hier stehen. Obwohl, der Roller kann ja den Knopf auch drücken. Also entweder muss die Kiste hier stehen. So, also wenn wir das Ding jetzt einmal unten tun. Dann rollt der Roller nach hier. Dann nach da. Bringt uns nichts. Wir müssen, wenn wir die Kiste nach hier schieben. Kommen wir nicht zurück. Da, hier nach. Okay. Blödsinn. Obwohl, das kriegen wir ja nicht gerettet. Das müssen wir, okay, müssen wir von anfangen. Das hilft uns schon mal. Moment, wenn wir das Ding da lassen, dann rollt der Roller bis nach hier. Dann gehen wir drumrum, schieben den Roller nach hier. Das müsste doch klappen, oder nicht? Das Ding wird dadurch verschoben. Okay, kann man das noch retten? Einzige Möglichkeit ist nach hier. Moment, der Roller muss nach da. Ah, da kommen wir ihn nicht rein. Nee, wir kommen da nicht ran. Wir müssen. Wir kommen auch nicht zurück. Also wir, der Roller muss von hier rollen. Oder von hier.
jetzt passiert, wenn das... Okay. Fällt jedes Mal in die verdammte Loch. Okay. Also definitiv sind diese Rätsel nicht dafür gedacht, dass man sie macht, wenn man müde wird. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass er... Ja, ein bisschen probiere ich noch. Ich kann das da nicht einfach hinschieben. Naja, das muss der Roller machen. Und er muss... Er muss von der Seite kommen. Das bringt alles nichts. Hilft es, wenn wir dich von irgendeiner anderen Richtung durch den roten Teleporter schicken? Eigentlich nicht. Das ist die einzige, die Sinn macht. Ich da vorher nicht drauf gekommen. Okay, also ich stelle fest, ich werde definitiv zu müde, weil ich nicht mal verstehe, warum ich das über einen so langen Zeitraum nicht verstanden habe. Das ist kein gutes Zeichen. Ich würde sagen, wir wollen es für heute damit bewenden lassen. Wir haben ein weiteres Rätselraum gelöst und haben, denke ich, noch eine ganze Menge vor uns. Ja, also das soll ja auch erstmal, sollte ja auch erstmal nur ein Kennenlern-Stream für dieses Video sein. Ich denke, ich werde es... wenn mal Zeit ist, auch Let's Playen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann für YouTube mache, dass ich dann die Zeiten, wo ich nicht weiter weiß, einfach rausschneiden kann, wenn ich längere Zeit nachdenken muss. Und im Moment haben wir so viel Spiele, die Let's Played werden, da haben wir, wird also wahrscheinlich noch eine Weile warten müssen, aber dann können wir das, denke ich, auf diese Weise uns angucken. Und beim nächsten Mal machen wir dann mit Stardew Valley weiter. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht und ja, wenn ihr mögt, nächste Woche geht's weiter, dann mit Stardew Valley und irgendwann in näherer Zukunft werde ich Isles of Sea and Sky auch Let's Playen, aber das war zum Kennenlernen. Okay, ja, dann macht's gut, bis nächsten Mittwoch und ja.
Wir sehen uns. Tschüss.